girato di Federico Fellini. Oh, Fellini, un mondo cinematografico, un universo, davvero. Mm. Fellini durfte auf keinen Fall fehlen. Fellini, einer der ganz großen Menschheitserzähler im Kino. Ach, die Abgründe, die Trauer, der Wahnsinn, das Absurde, das Skurrile des Lebens, das zeigt sich alles im Spiegel seiner Filme. Vorstadt, Zirkus, Varieté, Kirche, Traum, Wahnsinn. Neben Ingmar Bergmann, Jacques Tati und Helmut Kreutner, einer meiner großen Kinooffenbarungen. Ich selber bin jetzt kein großer Cineast, wie Sie unschwer in der Auswahl meiner Filme bemerkt haben werden. Ich stelle mir die Filme lieber im Kopf vor, ich lese lieber, aber Fellini gehört eben wie die anderen erwähnten einfach dazu. Dieser Film, Die Nächte der Gabiri, ist 1957 entstanden. In diesem Jahr wurde ich zufälligerweise auch geboren, vielleicht gibt es einen kausalen Zusammenhang. Nein, also da nicht. er folgt dem Film La Strada nach. Es ist gewissermaßen eine Variation der Celsomina, die von seiner Frau Giulietta Masina gespielt wurde. Auch hier wieder die Masina in einer umwerfenden darstellerischen Leistung. Sie spielt eine römische Prostituierte, die vom Leben gebeutelt, von den Männern gedemütigt, immer wieder zu Boden stürzt und sich immer wieder aufrichtet und das Leben von vorne beginnt. Also eine sehr stolze, eigentlich auch starke Frau. Es ist ein anrührender Film und ihr Spiel ist ergreifend und tief und traurig. Und das müssen Sie einfach gesehen haben. Wenn Sie ihn noch nicht kennen, dann haben Sie wirklich einen ganz wunderbaren Filmabend vor sich. Signori, signori, io vi auguro un buon divertimento con i Notti di Gabiria. Viel Vergnügen mit Die Nächte der Gabiria von Federico Fellini.